Hallo und willkommen zurück zu Sniper Elite 4. Richtig. In einer Überwachungsmission. Auf Ja. authentisch Schluss. Dem Militärlager. Mein Und wir Aufnahmeprogramm haben laggt ein bisschen, aber das sollte normalerweise kein Problem sein. einen Rollentausch vollzogen. Ach so, stimmt. Habe ich das überhaupt hochgeladen? Ich bin mir selber unsicher. Ach so, es kann sein, dass es keinen Part gibt, in dem ich snipe und er unten ist. Aber es wird diesen Part geben, sofern wir es schaffen, in dem ich unten bin und er snipe. Kapisch? Wir kennen das ja. Spion der Partisanen Ah plant ja. die Ofra, die Gegend zu durchkämmen. Ach, Vielleicht das ist können schön. wir. Ich habe dieses Gewehr Okay, vermisst. wir müssen die Gegend durchkämmen, hieß es. Vergiss nicht, es gibt kein 2. Es gibt nur 1 und 3 Stabilisieren. für dich. Geh am besten mal zu Kiste. dem Generator und warte in 200. der Wiese, bis der Typ kommt und dann kill ihn. Wo ist der Generator? Ach, da. Kick ihn und versteck dich in der Wiese, kommt gleich ein Typ vorbei. Das ist das Erste, was du machen kannst. Dort, wo Okay. der herkommt, geht's dann. Kommt, ist dann niemand mehr auf deiner Ebene. Und auf der anderen Ebene kennst du dich ja aus. Ein Typ vom Minenfeld, nach dem Minenfeld nochmal ein Typ plus der Da hat Sniper. jemand gesagt. Alles klar, warum schreit er denn so? Ist doch nur ein Generator. Scheiße, mit welchem. Wo ist mein Röntgenblick, Dennis? Was für ein Röntgenblick? Ich habe gerade beides ausprobiert, mittlere Maustaste und Steuerung und nichts passiert. Was für ein Röntgenblick? Scheiße, ich habe zu viel anderes. Ja, Was für ein Steuerung Röntgenblick? ist Was mittlere hast du Maustaste ist gespielt? Genshin. Was Ich für bin Genshin, Level. aber Röntgenblick? Ja, nein, so nennt sich es natürlich nicht, aber das ist der elementare Blick. Warte Kannst mal. elementare Spuren Ah ja, sehen. du hast B, aber ist egal, weil das sieht man ja eh nicht in dem Aus Teil. irgendeinem Grund leuchten Steine, die man zerstören kann. Na gut, also ich chill jetzt einfach mal ein bisschen, oder? Ich habe also keine Hilfsmittel. Q, was war Q? Ich habe Heilung. Warte, was für Kills muss ich jetzt mit der Waffe nochmal machen? Irgendwas mit Herzfrequenz. Ach so, ich muss einfach lange atmen. Moment mal. Ich werde sehr lange versuchen, stealth zu bleiben. Und das bedeutet, in einer Minute geht's hier echt los. Warte mal, ich habe ja gar keine GUI. Ich weiß ja nicht mal, wie lange ich die Luft anhalte. Ja, du hörst ja, wenn es dann plötzlich deinem Charakter schwerer. Guck mal, wie gut sind deine Augen da Aber ist das der vorne? Punkt, wo ich dann schießen muss? Ich bin mir unsicher. So, wir haben nicht nachgeguckt, was unsere Ziele sind. Das macht es natürlich extra spannend. Du hast nichts gesagt. Also, ja, ist doch auch egal. Oh, scheiße. Oh mein Gott, nein, du hast mich nicht gesehen. Oder meine Ehefrau. War das drüber? War das schallgedämpft? Oh. Ich dachte, der Generator neben mir macht Lärm. Oh. Ich höre ihn nicht. Aber, ja gut, nee, ich glaube, der Typ regt sich nur auf, weil er gesehen hat, wie jemand gestorben ist. Ja, der Sniper blinkt in meine Richtung, aber er kann mich scheinbar nicht erreichen. Ja, die Mauer ist hochgenommen. Ja, lass die ruhig. Ich baller mich jetzt einfach mal durch und guck, wie gut es geht, oder? Also, wenn die wissen, wo du bist, dann wirst du Besuch bekommen von der Seite, wo du noch nicht warst, sozusagen. Aha. Aber es ist wahrscheinlich nur ein Typ. Frag mich, ob es hier unten irgendwo Fallen gibt. Oh, was ist das? Ah, da kommt was. Oh, ich glaube, der landet bei dir. Wird gleich rot. Hä? Oh, shit. Oh Oh, das mein war Gott, gut. was? Von da hinten schießen Leute? Hä? Du Scheiße. Ja, ich war jetzt noch am Leben. Ja, ich wurde scheinbar gesniped. Der ist echt ätzend. Ich verstehe, warum du wolltest, dass ich den so schnell wie möglich ausschalte. Ach so. Ach so. Ja, keine Hektik. Ja, Ich kann ich von mir aus machen. spiele ein bisschen chilliger. Es wäre Spion auf der jeden Fall gut, Partisanen wenn plant die du Ofra, die die Gegend zu Seite durchkämmen. priorisierst, weil auf der anderen Seite müsste Vielleicht eigentlich können gar wir. nicht hin. Okay, ich muss halt erstmal meinen Heli-Kill holen. Oh, Scheiße. Bin ich Nice. eigentlich schlecht? Oh, Was hast ist du das schon entdeckt? genau? Das war sehr laut gerade in meinem Ah, Ohr. ja, was soll's. Was soll's. Oh, warte mal, bevor der aussteigt, mach ich gleich mal krumm.
Ich halte einfach mal die Stellung und dezimiere die, die zu mir kommen. Halte die Stelle. Oh mein Gott, der Typ hat die Explosion überlebt, das war krass. Warte mal, wo genau sind hier überhaupt Minen? Da ist eine Warnung davor. Und normalerweise auch mindestens ein Mensch. Den Mensch habe ich ein bisschen spät erkannt, aber egal. Ja, jetzt kniet er wieder am Feuer. Verstehe ich. Achso, der da hinten ist sogar noch chill. Okay, da ist eine Mine. Scheint jetzt gerade die einzige zu sein. Noch ein Stück. Eimer entschärfen. Oh, da vorne ist so eine lange Mine. Warte, dazwischen der scheint keine zu sein. In der Deckung, so ein Assi. In welche Richtung ist die lange gespannt? Ich sehe das Seil nicht. Ne, warte, das ist keine gespannte, das ist so eine, die vom Boden rausspringt. Kriegst du schon hin? Ich glaube, es waren sogar nur zwei. Ich bin aber immer links am Rand gelaufen. Ja, sieht danach aus. Oh nein, nein, nein. Wenn das als Deckung zählt, sterbe ich ja. Wie töte ich den Typen? Soll ich einfach draufschießen? Dann hören das aber alle. Ich weiß nicht, ob ich das will. Könntest du dich wieder umdrehen? Verwundeter! Verwundeter, oh schreit Gott. Jemand. Egal was man macht, man ach, jetzt weiß ich, wo der Sniper ist. Der steht ja sogar hier. Okay, ja, ach, wenn der andere Typ gleich wieder die Leittreppe hochgeht. Nein, tut er nicht. Er geht noch weiter vor. Na egal, vielleicht ist das ja kein Problem. Chissà come sta la mamma. Im Visier. Che alles klar. Oh mein Gott. Ey, die Typen haben hier eine Armee. Okay, der Scharfschütze ist tot. Ah, das ist schön. Ich komme jetzt gerade nicht weg hier. Jetzt ist die Frage, kann ich mich jetzt hier positionieren oder kommt mir dann gleich wieder einer von hinten und schießt mir in den Rücken oder so? Hast du drei Leute getötet? Ich habe gerade zwei umgebracht. Und vor dem Minenfeld? Achso, ja, da war einer. Aber der aus der anderen Richtung kam, beim Generator dieses Mal nicht. Ich weiß nicht, ob der zu dir kommen kann, ansonsten musst du dich von niemandem oh mein Gott, was zur Hölle? Wo kam das denn jetzt her? Ich habe nicht mal bemerkt, dass da einer... Du hast nicht mal aufgehört zu reden! Ja, ich stand in Deckung, hab gewartet, dass die Typen ein bisschen näher rankommen und warum bin ich tot gewesen? Anscheinend sind sie näher rangekommen. Schneller als du wolltest. Ich erkläre dir kurz deine Position. Wenn du zu mir guckst und am Rand stehst, dann ist links hinter dir der Generator, ein Typ, der zum Generator geht. Mehr ist in der Richtung nicht. Wenn du in die andere Richtung gehst zum Minenfeld, ist ein Typ vor dem Minenfeld und zwei nach dem Minenfeld. Mehr sind da auch nicht. Du bist dann komplett safe. Da kann niemand hinkommen. Oder zumindest hat es bei mir keiner gemacht. Okay, ich werde diesmal ein bisschen vorsichtiger spielen. Ich würde hier gerne schneller weggehen, aber ich will ja eigentlich einen Typen töten, der zum Generator kommt. Mach das ruhig. Ich werde jetzt auch versuchen, das ganz chillig anzugehen. Damit ich halt schnell den Sniper ausschalten kann. Und aber, ich erinnere dich dran, wenn ich dran denke, aber du speicherst, sobald wir im ersten Gebiet alles gekillt haben. Ich habe keinen Bock, das dann nochmal zu machen, nur weil ich dann im Tunnel sterbe oder sonst was. Ich würde den Typen bei dir umbringen. Warum schreit der so rum? Wegen einem Generator, der Bum Bum macht. Ja, er sagt, oh mein Gott, dieser blöde Generator ist schon wieder kaputt. Oh. Ich hab grad versehentlich geschossen. Aber es war Schallgedämpft. Achso. Ja, dann war das doch gar kein Schuss, wenn der Schall gedämpft ist. Ja, aber sie reagieren drauf. Ach so. Ach ja, stimmt. Wir sind ja auf dem Schwierigkeitsgrad, wo die Gegner echt gute Ohren haben. Mach mal ein paar Unfälle. Oh, okay, sie wissen, dass ich hier bin. Da ballert er einfach. Oh mein Gott, ey, die Tatsache, dass der mich nicht gesehen hat. Gut, dass die nicht so gute Augen haben. Ich hoffe, sie lassen dich in Ruhe da oben. Okay, ich muss abhauen. Habe ich die anderen überhaupt gelootet? Okay, wo war die Mine? Hier. Ah, nice, Multikill. Ich glaube, auf den wird die Luft schlägt. Ja, ich bin schon weggelaufen. Okay. Achso. Dann die zweite Mine. Der steht dort, das heißt, er wird gleich die Treppe hochgehen, was eigentlich gar nicht mal schlecht ist, weil da kann ich volle Kanne von hinten kommen. Wo schaut denn der Sniper hin? Weil der hat mich vorhin gesehen, als ich den umgebracht habe. So, ich warte jetzt auf deren Verstärkung. Vielleicht mache ich einen Positionswechsel.
Ein Trupp Scharfschützen terrorisiert die Einheimischen. Ich muss etwas unternehmen. Oh mein Gott. Okay, jetzt sind sie zu viert. Okay, ich habe den Sniper jetzt einfach zuerst umgelegt. Er hat sich auch nicht umgedreht, währenddessen ich zu ihm gegangen bin. Das ist doch nicht realistisch. Stirbt ihr bitte auch mal? Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Wo muss ich denn hingehen? Ich muss abhauen, bevor die fünf Leute kommen. Ja, keine Ahnung. Du musst erstmal in Sicherheit sein, bis ich den Sniper wegmache. Oder soll ich den nicht gleich wegmachen? Doch. Spion der Partisanen plant die Ufer, die Gegend zu durchkämmen. Vielleicht können wir... So, stehen wir gegen den Generator. Ich bin dieses Mal unentdeckt, wenn die Leiche nicht sehen. Na, dann nehmen sie lieber gleich mit. Ja, warte kurz. Und hopp! Irgendwer hat was in der Yu-Gi-Oh! Gruppe geschrieben. Ja, ich. Channel. Ach so, okay. Hast du mit Sorin geredet, oder wie? Da haben geschrieben, dass wir beschäftigt sind. Okay. Okay, er merkt, dass der Generator am explodieren ist. Kann der mich hier nicht sehen oder kann der mich hier sehen? Er kann mich nicht sehen. Das ist teilweise so witzig. Ich war so weit draußen aus dem Gras. Ich habe volle Kanne meinem Kopf gesehen. Ich kann theoretisch Sachen markieren, aber nur theoretisch. Ja. Okay, das ist jetzt nicht mehr so leise. Die Typen hier unten sind jetzt auch ausgerastet. Ja, ich bin, glaube ich, zu lang gelaufen. Da hat er meine Schritte gehört und sich umgedreht, der Sack. Oder er hatte eine andere Laufpattern und hat sich deswegen umgedreht. Das kann ich dir nicht sagen, aber er hat sich auf jeden Fall umgedreht. Die gute Nachricht ist, sie wissen noch nicht, wo ich bin. Zumindest wusste der es nicht, sonst hätte er sich auf die andere Seite der Deckung gestellt und nicht auf meine. Da kommt, glaube ich, gleich was Rotes auf dich. Oh, nein. Scheinbar wissen sie jetzt doch, wo ich bin. Kacke. Davon würde ich ausgehen, dass sie wissen, wo du bist. Scheiße, da ist gleich alles, was schon hier unten... Also, alle explosiven Dinger sind mit in die Luft gegangen. Wo ist denn der Sniper? Ah, da steht er. Oder sieht's da wohl eher? Okay, er repositioniert sich, aber er dreht sich scheinbar nicht. Die Einheimischen. Ich muss etwas unternehmen. Scharfschütze ist tot, jetzt. Okay, gut, der könnte jetzt auf mich zielen. Und anscheinend hat mich der Typ hinter dem Scharfschützen dann sofort gesehen, als ich ihn umgebracht habe. Das war sehr nett. Ach so, du hast den nicht zuerst gekillt. Naja, ist auch. Nein, wenn ich beim letzten Mal als Sniper gesehen hat, dass ich ihn gekillt habe. Ah, ja gut. Ja, passiert. Okay, wir sammeln das hier alles ein. Ich habe ja Minen aufgesammelt. Das heißt also, ich lege hier eine S-Mine hin. Du hast, solange du noch nicht über die Leiter bist, beziehungsweise kurz vorm Tunnel, kommt kein Mensch mehr bei dir. Bei der Wiese kurz vorm Tunnel kommt einer, da wo du dann eine Abzweigung hast. Ich trau dem Braten nicht, okay? Nein, mach was du willst. Ich sag's dir nur, weil ich Und hier kommt eine Mine hin. Und dann sollte eigentlich niemand mich umbringen. Außer die Leute von unten schießen hoch, aber mein Gott, Mann. Sollen sie doch machen. Granate Itoshita. Was zur Hölle bedeutet das auf Italienisch? Oder habe ich es falsch ausgedrückt? Auf jeden Fall liegt da eine Granate. Also eigentlich wäre es schön, wenn du bei der Sniper-Position oder dem Bereich, der danach kommt... Warum kann ich den denn nicht treffen? Ich kann den doch sehen. Hier unten Leute killst, aber ich glaube, das machst du gerade eh schon. In der Zwischenzeit. So, der ist tot. Siehst du hinter meiner Wand hier oder nicht? Ja, da steht einer, aber ich kann ihn irgendwie nicht treffen. Okay, sag mir, wenn er zu mir läuft. Ich loote gerade. Okay, weiß nicht, ob er das vorhat. Er sieht da sehr eingefroren aus, muss ich sagen. Okay, ich habe noch zwei Leute. Ich sehe ihn noch nicht. Naja, er steht da bei der Kiste. Eine Kiste, also nicht direkt am Rand. Eine bei der Kiste. Wie weit ist das, wenn ich jetzt direkt an der Mauer stehen würde?
denke mal, dass du von der Mauer schon sehen solltest. Oh, okay, ja. Hallo? Komischer Typ. Ja, der stand da irgendwie wie eingefroren. Hab mich trotzdem nicht getraut hinzulaufen. Gut. Wo sind denn die Gegner? Du bist ja immer in diese Hütten gelaufen. Vielleicht sollte ich dort anfangen. Ah, da hinten. Offenbar, glaub ich, keine Quest. Ist das da hinten laufen Leute rum? In meinem Bereich. Oh mein Gott. Ah, nicht. Ja, mein Gott, ich wollte um die Ecke laufen. Den siehst du nicht. Oh. Ja, den kann ich definitiv nicht sehen. Sorry. Ich sehe die Leute da hinten. Aber so hinter weit hinter schießen ist ein bisschen schwer. Ich habe ja auch kein Dingens. Ich kann da nicht mal berechnen. Meinst du außerhalb der Map hinter mir? Da kannst du hinlaufen, wenn du Bock hast. Ja, ich weiß. Aber da laufen Leute rum. Das ist eine Sidequest, aber. Du hast keine Ahnung, wie viel Meter das weg ist, oder? Nein. Ich kann da auch nicht hingucken, wirklich. Ich loote mal kurz den. War in den Häusern irgendwas Schönes? Sollte ich die durchsuchen oder ist das eher irre? Ich glaube, Heilung war irgendwo drin. Okay, ich habe 2-2, was sogar. Wow, ich habe so viel Zeug. Richtig. Die da hinten out of map laufen auch darum. So, weißt du, als erstes stelle ich mal hier eine Stolpermine hin. Oh mein Gott, ja, genau wegen dem. Weil ich wusste, dass hier einer kommt. War noch bei dir. Kannst du doch den Weg entlang sehen? Durch zwei Mauerstücke? Oder weil du ballerst da gerade hin? Warte mal, ich kann mich ein bisschen umpositionieren. Oh mein Gott, oh, scheiße. Ich sehe das nicht so richtig. Da ist das Gebäude. Ist in Ordnung. Ich meine, ich kann den Bereich dahinter teilweise sehen. Da lief gerade einer, aber ist dann wieder rausgelaufen aus dem Sichtfeld. Also schade, weil da verdammt viel los ist, aber. Ist in Ordnung. Ich kriege einfach mal so eine S-Mine hin. Dann loot ich den Typen. Wie viel Ammo habe ich eigentlich? 33. Hey, Sie wissen, wo ich bin, weil ich jetzt gelaufen bin, wie ein Irrer. Ich möchte. Ja, das machst hier sind du auch gerne. Minen gewesen. Danke. Wie viele Minen war das, weißt du? Ach, da waren Minen? Es heißt, also hier ist eine Minenwarnung. Oh ja, ich sehe eine S-Mine. Dann pass einfach auf. Du bist da lang gekommen. Du kannst sie mit deinem Ding markieren. Weiß nicht, ob das Sinn macht, aber. Ja. Der Panzer ignoriert mich, richtig? Wenn du es richtig machst. Ich sehe nur eine Tellermine. Diamant. Weiß nicht warum. Ich meine, ich nehme jemanden gerne mit. Okay, den habe ich getroffen. Ah, du hast was markiert? Ja, ignoriere das. Ich habe B gedrückt. Der Panzer starrt auf mich, aber es ist ihm egal. Ich fange mit diesem explosiven Häuschen an, wo du. Oh shit. Okay, er schießt auf mich. Ich weiß nicht warum. Warum jetzt? Nachdem ich die Kiste gelootet habe. Hä? Kiste gelootet? Ich glaube, du bist zu nah rangegangen. Egal, ich bin jetzt in diesem Tunnel. Ja, geh genau, den gehe ich normalerweise lang. Tellermine hin. Wenn ich da tue. Und dann bin ich hinter dem Gebäude. Mein Gott, warum? Warum setzt er neu an? Ey, diese Rechtsklick-Probleme habe ich aber vorher nicht gehabt. Maus. Ich glaube, das Haus war die Hauptquest, den Fuhrpark. Oder, keine Ahnung, auf jeden Fall mache ich's. Du bist ja nicht mehr rausgekommen letztes Mal. Versuchen, das ist irgendwie ein bisschen blöd, muss man sagen. Ah, man kann die Rückseite scheinbar öffnen und da ist eine Panzerfaust. Ja, du kannst da die Wand sprengen, das stimmt. Ich nehme die Panzerfaust und spreng das Arschloch. Okay. Wie die da die ganze Zeit rumlaufen. Haben nichts Besseres zu tun, ha? Also du kannst ruhig im Gebiet weitergehen, wenn du nicht nah genug dran bist. Naja, wenn sie sich nicht immer in die Deckung tun, könnte ich dir definitiv abschießen. Tun sie aber leider immer wieder. Immer wieder gehen sie in die Deckung. Naja, nehmen wir meine Mine wieder mit. Wo liegt sie denn? Ach hier. Okay, ich höre Leute reden, das macht mir leichte Sorgen. Also, gehen wir mal hier ins Haus rein und nehmen die Mine, die hier auf dem Tisch liegt, mit, hä?
Bin ich voll oder was? Nein? Ja. Na also. Bin ich irgendwie 3 Pixel off oder so vom Mitnehmen? Da ist niemand drauf, okay. Fallen wir mal hier runter. Offenbar ist der Panzer tot. Ah ja, cool. Und 2 Schuss doch ausgereicht. War ich mir nicht sicher. Okay, der Tunnel ist auf jeden Fall mein Tunnel. Fürs Erste. Und, das Gebäude hat jetzt hinten ein Loch und dann gucke ich mir mal den Fuhrpark an. Sofern mich hier keiner besucht. Da sind ja sicher Leute drin. Könnte von außen hoch. Oh. Hä? Wer konnte auf mich schießen? Ah, da steht ja einer. So, weg mit den seinen Gebiss. Ich dachte, du bist da lang gelaufen, weird, dass da wer stand. Timer ist am Panzer. Ich kann hinten rausrennen, weil ich von außen die Wand eingerissen habe. Das war auf jeden Fall ein Kill. Ah! Was zur Hölle? Oh mein Gott, Alter! Primärziel. Ich fall eine Klippe runter und Sachen explodieren. Attenzione! Lancio Granata! Eccoti! Oh mein Gott, okay, das war jetzt wahrscheinlich nicht so die schlauste Idee. Ja, dein Ernst. Ich dachte, der hat die Granate den Hang unter mich runtergeworfen. Was zur Hölle? Oh. Ich wusste nicht, dass die noch so nah dran ist. Scheiße. Weißt du, er wirft die Granate, dann komme ich hoch, bring ihn um und dann bin ich noch zu nah an der Granate dran, oder was? Noch ein paar Zentimeter hier den Typen looten können. Spion der Partisanen plant die Ofra, die Gegend zu durchkämmen. Vielleicht können wir ihr. Warum sind hier oben Gegner? Ich mag die nicht. Die sind so gemein zu mir. Wenn du da oben alleine wärst, wär's ja nicht mehr wirklich schwer. Was? Nicht? Ja, stell dir vor, der komplette Loot ist bei dir und alle Gegner sind bei mir und ich. Ja, und dann schmeißt es mir hin und wieder runter. Was ist das denn drauf? Hä? Wie soll ich dir den Loot runterschmeißen? Ist ja witzvoll. Hey! Wie viele Leute hier unten hast du eigentlich getötet? Weil irgendwie kam es mir recht entspannt vor, als ich hier rausgekommen bin aus dieser tödlichen Ecke. Was weiß ich? Dove! Ich glaube, du bist dann da, oder? Hä, was denn? Ich hab den begraben im Gras. Würde mich wundern, wenn ich entdeckt wurde. Ein Unfallkill. Meister deiner Domäne. Oh, ich habe sogar eine Medaille bekommen. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt noch entspannt sind. Und Rumore. Ob sie das auch als Unfall sehen. Oder nicht. Klingt nicht so. Ich mach mal Bumm. Wie schaust du denen da hinten aus? Chillen die noch? Wo sind die? Ich sehe den Typen nicht, der die Treppe immer hoch und runter geht. Wo ist der? Beim Sniper kann er auch stehen. Ich weiß, ich habe ihn noch nie im Häuschen gesehen. Aber im Häuschen sind übrigens Fallen. Aber das weißt du wahrscheinlich. Hä? Ja, da ist eine Mine drin. Ja, richtig nice. Erinnere mich dran, beim Fuhrpark bei den Panzern, da war ein Verband. Den will ich auf jeden Fall wiederholen. Aber ich chill jetzt erstmal, weil... Oh ja, ich sehe den Sniper auf mich zielen. Auf dich zielt er. Jetzt nicht mehr, nein, jetzt nicht mehr. Ich sehe kein Ding mehr. Ja, weil er sich auf einmal zu mir hingedreht hat. Der Scheißdrecksack.
Danke, dass ich mich heilen darf, du Sack. Wieso schießen die alle so gut immer? Ein Trupp Scharfschützen terrorisiert die Einheimischen. Ja, die zielen halt. Ich muss etwas unternehmen. Ja, manchmal schießen die schon, bevor sie sich umgedreht haben, in meine Richtung. Das ist dann immer merkwürdig. Ja, das ist vielleicht der Delay. Oh ja, gut, das ist. Hab ich gerade auch drüber nachgedacht. Ich sollte aufnehmen, weil das sieht echt schräg aus. Okay, ich glaube, ich hab's unter Kontrolle. Ich habe 3 Leute gekillt. Ich glaube, das landet bei mir. Ja. Aber ist egal. Sag mal, bin ich blöd? Na also. Wie viele Schüsse können denn noch daneben gehen? Übung macht der Meister. Hast du meinen Bereich im Blick von da? Bisschen? Ich vertraue dir, dass du mir sagen kannst. Irgendwer versucht auf mich zu schießen. Ist noch nicht wer. Ich loot nämlich gerade. Das ist Hochrisiko-Looten. Hochrisiko-Looten, okay. Ja, ich bin nicht in der Deckung, während ich das mache. 2, 1, Risiko. Jetzt der Offizier. Gegner. Dienstplan bringt uns nichts. Wo seid ihr, Gegner? Er hatte auch keine Leuchtpistole, schade. Doof, wenn das Visier einmal weggeht. Und ich laufe wieder Richtung Baracken. Aha. Baracken also. So einer bist du also. Da liegt da eine Leiche. Was zur Hölle? Was hat den denn erwischt? Ja, keine Ahnung. Kann ich nicht treffen. Ich glaube, das hat er überlebt. Ich sehe ihn aber nimmer. Was auch immer du tust. Ich glaube, jemand schießt auf mich. Hier ist nicht mehr viel los, also. Du kriegst gleich einen Bombenanschlag. Siehst du. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Achso, ich dachte, du meinst normale Schüsse. Nein. Meinte ein leuchtender Schuss. Hä, was ist das denn für ein Weg? Wo komme ich denn hier raus? Hä? Ich habe keine Raketen einschlagen hören. Ich auch nicht. Lärm kam keiner. das ist weird. Keine Ahnung. Vielleicht hat sie aufgegeben, als sie gemerkt haben, oder ist weggelaufen. Hier ist ein Weg, den ich... Oh. Deswegen hast du gemeint, ich gehe falsch. Du hast recht. Oh. Hier kann der Panzerwagen. Ach so, du warst also nicht da oben. Das ist ja klar, warum dein Gegner noch am Leben war, der mir auf mich schießen konnte. Oh ja, ich sehe mich auch. Warum höre ich die so laut? Wie komme ich von hier da runter? Der Karte ist das eine Sache. Na egal, ich bett hier oben. Ich könnte eigentlich zu dir klettern. Sieht nicht so gefährlich aus. Ach, man kann von hier darüber springen, deswegen... Oh mein Gott, hier ist noch eine Panzerfaust. Nicht, dass ich sie jetzt unbedingt haben will, aber... Trotzdem. Apropos Panzerfaust, da ist gerade ein Panzerfaust-Typ hier rumgelaufen. Okay, das gefällt mir nicht. Ich gehe von unten wieder. Bitte. Gefällt mir mehr. Oh mein Gott. Okay, der schießt, aber trotzdem schon auf mich. Und irgendwer schießt durch die Bäume auf mich, was ich nicht verstehe. Das hasse ich auch, dass die einen treffen können. Durch Zeug. Ich meine, ich wurde nicht getroffen, aber ich habe Schüsse fliegen sehen. Okay, weil ich wurde ziemlich vielleicht... zerballert. Ich habe gerade ein Verbandskasten. Vielleicht war das auch von deinem Panzer? Er schießt auf jeden Fall nicht mehr. Du bist viel zu weit oben, er hat ja nicht auf dich geschossen. Jawohl, sie nicht.
Ich weiß nur, dass Schüsse da geflogen sind. Und ich habe immer Angst, wenn Schüsse fliegen. Verstehen. Boah, keine Ahnung. Alter, aber die Querschläger sind auf der Entfernung auch irgendwie insane. Fliegt der Kugel auf einmal die Decke hoch. Wie viel Money habe ich noch? 18. Okay, ich muss wieder Kugeln sammeln. Ja, die sind alle so okay, weit weg, das ist echt ein bisschen blöd. Hat's aber gesehen. So, ist da oben irgendwo wer? Mein Gott, Alter. Maus, hör auf, damit irgendwie Doppelrechtsklick zu machen. Das ist echt ein bisschen nervig. Hm. Ja, da ist keiner. Ich weiß, dass vorhin von hier einer kam. Schon bei einer Abzweigung. Ich habe da einen Panzerfausttypen erschossen. Ja, das ist gut. Ich hoffe, in dieser Hütte. Da war das ganz entspannt hier. Eine Abzweigung. Man sieht es jetzt nicht so aus, wie als wenn hier mehrere Wege wären. Also, wenn links ein Tunnel ist und rechts Weg, dann bist du da, wo ich meine. Verlitalia! Mein Gott. Der Typ konnte früher schießen als ich. Aber naja, ich hoffe, der gibt mir jetzt zumindest ein bisschen Ammo. Hey, lauf, es macht gleich Bumm. Ja, die Kugel habe ich reinlanden sehen. Das meinte ich. Alter! Mein Gott, Mann. Das meinte ich. Also willst du mir sagen, wenn du den Fuhrpark da unten zerstörst, tut mir das hier oben weh? Wer weiß. Glaubst du, in dem Gebiet ist noch eine Hauptquest oder ist das dann alles Nebenquest? Weiß ich doch nicht, was das hier ist. Scharfschützen gibt es hier keinen mehr. Informationen? Ich glaube, in dem Haus sind nur Informationen. Und Munitionstransporter sind wahrscheinlich noch mehrere hier. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt weiter soll, das Gebiet verlassen oder hier noch bleiben. Schlägt zu niedrig. Der geht ein bisschen rüber. Ein bisschen zu sehr. Jetzt muss ich mal die Pistole zuerst. Wie viel haben wir denn? Der schießt zu dir hoch, oder? Was war das? Ja, da schießt einer zu dir. Ach so, okay. War sehr verwirrt bei der Kugel, die ich da fliegen habe sehen. Ah, okay, wieder eine Flare. War ich verbannt? Warte mal, ich brauche gar keinen mehr. Okay, gut. Ich schieße mich gleich eher. Da liegt noch ein Verband. Okay, ich verbrauche den Verband. Ich kann gar nicht. Ich habe volles Leben. Das ist gemein. Die sind zwei Verbände. Ich hätte sie gern. Eingetauscht gegen einen Verbandskasten. So, Kiste looten. Okay, wir sehen ja gleich, welche Quest das hier drin ist. Primärziel. Hochposten. Ah, gut. Dann war das doch ein Primärziel. Jetzt wissen wir es. Ich sprenge diese Wand auf, gehe aber nicht da durch, sondern gehe oben raus. Das wird sie ablenken, diese Irren. Oh mein Gott, hat das ein Offset. Glaubst du, ich kann das Gebiet verlassen oder sind hier noch zu viele Deutsche, die mich nicht durchlassen? Oh mein Gott, da ist einer direkt vor mir. Oh scheiße, stirb doch bitte. Ich glaube, da kann ich nicht rüberschießen, das ist zu viel Offset. Das ist außerhalb meiner Skill Range. Das tut mir leid, das zu. Querschläger. Siehst du Deutsche bei mir oder siehst du überhaupt zu mir? Du weißt schon, wo ich bin, oder? Nein. Okay, warte. Wie macht man nochmal diesen Markierpunkt? E. Oh, achso. Und ohne Fernglas kann ich das nicht. Okay. Vermutlich. Oder? Was habe ich vorhin gedrückt? V. Ja, jetzt redest du. In-game. Oh, scheiße. Jetzt wieder? Nee, jetzt nimmer eigentlich. Achso, warte, es war Leertaste, wenn ich B gedrückt habe.
Aber nur so Leertaste drücken macht. Okay, ich verlasse jetzt das Gebiet. Danke, scheiß drauf. Ich habe nur einen Ausgang, insofern. Ganz eigentlich wäre es cool, wenn geschossen. Du weiterkommst. Weißt du, was du bitte machst? Wenn du gerade keine Gegner mehr in deiner Nähe hast, mach bitte ein manuelles Save. Okay. Spiel speichern. Wupp. Okay, danke. Dann ist nämlich Hauptquest im ersten Gebiet schon mal fertig. Ach, machen wir doch eh alles für 2. Fehlen noch 2. Abgesehen davon, dass das gar nicht der erste Versuch ist. Wir sind aber weiter als bei der letzten Aufnahme. Ich würde also sagen, es läuft gut. Wenn mich jetzt keiner hier um die Ecke erschießt. Ich bin dort, wo du hinballerst, bin ich unten drunter jetzt gleich. Ah, okay. Ich bin hier oben. Da steht ja auch noch einer. Yep. Ich hab Silent dorthin geschaut. Ah, ja, hier hat man eine ganz gute Aussicht auf das Feld. Ja, aber hier nur auf das erste Gebiet, oder? Ja. Ja, gut. Ich meine, du kannst nicht austoben, aber... Lebt da noch wer? Oder leben ja wirklich noch Leute? Ich habe niemanden mehr getötet. Ich versuche es mal. Ah, kacke, natürlich sind die hier. Oh mein Gott, wie soll ich hier durchkommen? Kannst du hier irgendwie hinschießen? Nein, ich glaube nicht. Oh Gott, wie doof. Ich habe ein richtiges Problem. Ich kann mal eben durch die Höhle gehen. Vielleicht finde ich ja einen Weg dahin. Vor allem, du musst mir auf jeden Fall den Sniper erledigen. Bevor ich hier weiter kann. Der hinten in der Ecke hockt. Wenn du durch den Tunnel bist. Durch den Tunnel kommt mindestens ein Mensch, wenn nicht zwei. An mehr erinnere ich. Komm nicht zu mir, aber ich kann noch nicht so mehr ran. Sterbe. Wo sitzt denn der Sniper? Warte, ich kann ja hinpingen. Ich sehe ihn sogar. Wieso kann ich kein Leerzeichen machen? Oh, ich kann nur hier Leerzeichen machen, bei ihm nicht, aber es... Ich kann ihn vielleicht ablenken. Als das was ablenkt. Also, ich meine, mit dem Fernglas sehe ich ihn ganz gut. Es sind 150 Meter von mir. Oh, er liegt. Ah, mein Gott, okay. Hier ist noch einer bei mir, dummerweise. Ja, hast du noch einen? Aber ja, er liegt. Ich denke mal, dass da keiner hochläuft. Ja, ich glaube auch nicht, dass das geht. Ich konnte da, glaube ich, also von unten kommen wir ja auch nicht hoch. Also. Ich jetzt ist er gerade. Hä? Schießen jetzt andere von unten hoch? Ich soll zurückgehen, um den Verband. Okay, jetzt warte mal. Ich lege mal hier eine Mine hin. Sammeln wir das alles auf. Hoffen wir, dass wir den Verband kriegen. Ich hoffe wirklich, dass du hier irgendwo hingucken kannst, aber es ist unwahrscheinlich. Hä, warum denn? Ich hab so das ganze Feld auf. Okay, oh mein Gott! Natürlich schießt er mit der Panzer raus! Ja, danke. Ich bin gerade weggerannt. Jetzt muss ich doch den Save laden. Ja. Wollt doch, dass wir First Try machen. Ja, sorry, aber ich... Komm nicht da durch. Komm nicht weg. Warum wartest du denn nicht? Ja, du hast ja keine Sicht da drauf. Ich hab... Hör auf, einfach von auszugehen, dass ich da keine Sicht habe. Dann tu was. So, ja, du, ich muss erstmal die Leute bei mir umbringen. Ich hol mir Minen aus dem Minenfeld hier. Hey, hast du die vorher nicht mitgenommen, oder was? Nein, ich bin ja nicht durchgegangen. Du bist auch, ja. Außerdem meine ich ein anderes, nicht das, wo der Panzerwagen war. Hier ist auch ein Minenfeld. Eine Tellermine, das sehe ich jetzt. Ja gut, dann ich lass dich vorgehen. Ich gehe erst durch den Tunnel, wenn ich... So. Jetzt muss ich die zweite Hauptquest noch machen? Nein, ist ausgeschaltet. Ja. Lass meine ganzen Leute hier looten. Ja, entspann dich. Also,
Kannst du ja nicht Leute bei dir töten, da läuft immer noch einer rum. Ja, klar, ich habe auch unendlich Munition. Die Faschisten haben Benzin im Blut. Ja, das ich sind ja Gegner. Ich muss die Zufuhr unterbinden und mich um die Tanks kümmern. Die droppen ja Munition, dafür sind sie doch da. Ja, die Gegner gibt's nur dafür. Ja, damit dir die Muni nicht ausgeht. Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Sehr viel Minen jetzt. Dafür sind die doch da. Oh, ich mache gerade eine Nebenquest. Sure. Okay, ich mache mich auf den Weg durch die Höhle. Durch die Höhle. Ja, durch die Höhle. Durch die Hölle. Die Hölle. Auch ein Verband. Und eine Granate. Ich weiß nicht, warum der erste Schuss ihn nicht umgebracht hat, weil das eigentlich tödlich hätte sein sollen. Okay, die beiden sind tot. Dann versuchen wir jetzt mal den Sniper zu killen. Okay, er ist tot. Irgendjemand kann auf mich schießen. Dann klatsche ich jetzt meine Minen noch hin. Loote den hier. Und natürlich auch noch den hier. Ich dachte, die Höhleneingang wäre da. Ist ja hier schon. Ist ja hinten da nichts mehr. Ah, ne. Okay, legen wir hier noch eine Mine hin. Und dann setzen wir uns hier mal hin und gucken mal. Okay, da wo du aktuell bist, kann ich nicht hinschauen, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ja, hier hinten ist mir auch egal, töte einfach da vorne so viele Leute wie du kannst. Hallo, Luftstock. Noch schnell den Verband. Der Luftstock geht auf mich. Alles klar. Das Haus hat. Oh mein Gott, Verbandskasten. Alter, wie viele Schüsse hält der denn noch aus? Und drei Leichen? Ja. Gar nicht mitbekommen, wann die gestorben sind. Gute Arbeit geleistet hier hinten. Das scheint er nicht umgebracht zu haben. Hä? Was zur Hölle war das? Warum hat es da so gefunkt? Mein Gott, Alter. Der Wind ist hier aber auch ein bisschen so eine Sache. Als ob der mich getroffen hat. Ich fasse es nicht. Ich muss mich wieder zurückziehen. Ich komme nicht aus dem Tunnel raus. Zu viele Leute. Oh, ich habe einen Leuchtturm. Ich habe einen getötet, der reinlaufen wollte. Oh ja, warte, den habe ich gerade umkippen sehen.
Immerhin habe ich den Panzerfaust-Typen erschossen. Ich guck mal, wie weit meine Leuchte kommt. Nicht so weit. Das lohnt sich nicht. Oh mein Gott! Die Fick, stirb doch! Also ich sehe bislang keinen von dir. Oh mein Gott, wie ist das hier alles lustig? Ja, ich glaube, in meiner unmittelbaren Nähe ist jetzt in Ordnung. Wenn du jemanden die Steintreppe runterkommen hörst, gib Bescheid. Hä? Ich sehe jemanden, der jetzt gleich zu mir kommt. Er geht jetzt über die Straße. Weiß nicht, welche Straße? Kann. Ach, da unten! Okay, ist tot. Okay, der wäre noch sichtbar gewesen, aber ist ein bisschen zaun. Ja, ist tot. Was? Das, die von dem Auto da bleiben einfach stehen. Alter, warum ist der Wind hier so insane? Ist er jetzt tot? Ja. Hacke, ich lieg am Boden und der schießt durchs Gebüsch auf mich. Okay, der ist tot. Da kommt noch einer. Ja, ich sehe schon, der läuft da. Hast du überhaupt noch Munition? Wenn bislang schon. Er ist gerade hinter Gebüsch. Weiß nicht, ob ich mich wo hinstellen kann. Ja, ist in Ordnung, ich habe ihn. Okay. Wir können ja auch ein bisschen Arbeitsteilung machen. Ich habe auf jeden Fall mehr zu Loot. Jetzt einer. Ich versuche links rum hochzugehen, okay? Den habe ich erwischt. Vorne nicht ist. Da ist so ein kleiner Bunker, gell? Das ist ein bisschen kacke. Da muss ich ran. Ach du mal, ja, du musst da auf jeden Fall TNT platzieren, sonst kann ich ihn nicht sprengen. Oh mein Gott, naja, toll, toll. Ja, jetzt, ich weiß nicht, warum da jemand von... Den kann ich nicht treffen, tut mir leid, da sind Blöcke im Weg. Ja, ich weiß nicht, ob du von der Seite den wirklich approachen solltest. Oder nicht. Es ging nicht um den Bunker, der hat mich ja gerade nicht erschossen. Und dass von rechts einer kam, aber ich... Ja, wie gesagt, ich gehe nicht von aus, dass du den von der Seite approachen sollst, sondern von einer anderen. Wo du den Typen eben vorher dann killen kannst. Du kannst ja, denke ich mal, den Berg da hochgehen, oder nicht? Ja. Ja. Wahrscheinlich solltest du. Hat aber keinen Bock. Sag, ich lauf links. Ja, dann musst du aber damit rechnen, dass da Leute stehen. Ja, links war ja keiner mehr. Von rechts hat mich einer gerade erschossen. Ja, wie gesagt, du musst damit rechnen, dass da Leute stehen. Oh mein Gott, Alter, stirb doch. Warum macht ihr mir so viel Damage? Also, wieso lebst du noch? Ist der da hinten jetzt tot? Er schaut einfach nicht mehr her. Ich glaube, der Sniper hat mich gerade beinahe gekillt. Ja. Ja, natürlich. Natürlich schießt. Ich dachte, ich wollte gerade sagen, wenn jetzt einer von denen auf die Idee kommt, auf dieses rote Fass über meinem Kopf zu zielen. Als ob die das machen können. Natürlich machen die das. Nein, die schießen aber das so. Die machen das schon like immer in diesem Spiel. Nein, die verschielen gerade einfach nur total und dann haben sie es erwischt. Ja, ist mir egal, ob sie intentionally oder nicht, aber sie tun sie auf jeden Fall abschießen. Ob da Intelligenz oder Dummheit hintersteckt, ist mir da eigentlich egal. Könntest du bitte, teilweise frage ich mich echt, wie ich den überhaupt verfehlen kann. Wie genau schießt mein Charakter, dass ich den überhaupt nicht treffen kann? Wo fliegt die Kugel dahin? Ja, genau. Ja, stirb endlich. Und du da hinten auch. Also. So. Wir gönnen uns jetzt den Loot. Ich habe gesagt, wir können uns jetzt den Loot. Und dann gönnen wir uns den anderen Loot. Ich glaube, ich bin ein bisschen rot. Hauen wir uns das da mal rein. Okay, das da war kein Loot. Wer wär's mit? Hä? Achso, der ist gehört ganz hin. Dann gönnen wir uns noch den Loot. Und dann latschen wir dahinter.
Mit Abstand wieder auf 0 Meter. Gehen hier hoch. Ja, hier geht es hoch. Hier geht es hoch. Hier geht es hoch. Hier geht es hoch. Servus, wie geht's da? Oh, da lebt er. Ricola? Der ist daran gestorben. Warum gibst du mir nicht mehr so oft Killcams? Daran weißt du gar nicht, ob die Gegner wirklich tot sind. Jetzt komm schon, ich bin da in Deckung. Ich kann mich nicht mal hinlegen. Sniper ist tot. Ja, aber ich mich nervt. Ich fliehe in der Deckung und werde angeschossen. Ich sterb hier noch. Mein Gott, die können dich sehen. Wenn die dich sehen können, geh weg. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich habe mich für diese Deckung entschieden, weil ich dachte, ich bin hier safe. Ich weiß nicht, okay, wie du das denken kannst, aber okay. Oh mein Gott. Wofür bin ich in der Deckung? Rechts. Du, wenn da auch nur irgendein Pixel ist, durch den die dich sehen können, dann werden die das tun. Was meinst du? Also entweder ist mein Kopf niedriger als diese riesige Kiste oder höher. Und nichts dazwischen, okay? Ja, vielleicht schaut dein Zeh raus. Das reicht. Okay. Nachdem ich jetzt gegessen. Was für ein Zeh! Ich wurde gerade. Oh. Warte, ich starte OBS. Ich nehme. Hä? Warum stehst du auf einmal hier? Könntet ihr bitte sterben? Ich hab nicht mehr so viel Leben. Vielleicht können sie auch über die Kiste schauen, wenn sie weiter oben sind. Sie sind aber nicht höher gewesen. Warte einen Moment, ich richte das jetzt kurz ein. Ich weiß nicht, was du da einrichten willst. Die können dich sehen, Punkt. Ist doch egal, warum. So, dann muss ich einstellen für ein Spiel. So. Ja, keine Ahnung, nehmen wir das da. Dann ist das wieder voll. Leere Milch. Ich glaube, Leute sind bei dir. Ich habe zumindest welche reden hören. Ich bin offenbar. Beliebige Vollbildanwendung. Bestimmtes Fenster. Aber die. Hast du keine Gameaufnahme? Ja, doch. Nennt sich jedenfalls und hat Controller-Symbol. Aufnahme starten. Hallo? Kugel, wo landest du? War das jetzt dein Kopf? Alter, ich will ins Spiel zurück, verdammt. Er hat das Ding programmiert. Alt-Enter, funktioniert doch. Hä? Warte, was? Achso, da steht er. Wo zur Hölle schieße ich hin? Okay, scheiß drauf, er liegt. Das ist zwar noch nicht tot. Ich kann dieses Mal hier nicht dorthin laufen, die wissen dieses Mal doch. Aber es ist tot also genug. Die stehen ein bisschen. Okay, Sniper ist tot. Wo ist der Luftschlag? Der war von mir. Ah, okay. Hat mindestens einen erwischt.
looten wir den, dann treten wir gegen das Teil. Und dann legen wir hier so... Scheiße, ich hatte nicht die Mine ausgewählt. Da geht meine Heilung hin! Hallo? Mähst du? Hä? Achso. Also. Was? Das Ding schießt schon auf dich? Okay. Da stirbt dieser Idiot! Okay. Geh die Treppe rauf. Ah, aber vorher, ich mach noch kurz Aufnahme, damit du das später sehen kannst. Hier stand ich. Hier war ich in Deckung. Und hier konnten die, Dorf, wo es jetzt rot leuchtet, mich abschießen. Ich meine, hallo, ich bin da. Ja, der steht hier mal wieder auf. Ah, da kommt wieder jemand. Okay, zwei sind tot davon. Oh, Double Kill, nice. Noch einen Schuss mit. Oh, du hast den gesprengt, cool. Oh, echt? Habe ich getroffen? Ich musste höher zielen, als ich sehen kann. Also, du hast auch den Bunker ausgeschalten, wie scheint. Ja, ja, das ist gut, dass das funktioniert, war ich mir nicht sicher. Ich loot mal kurz hier die Leichen. Ich hoffe, mich besucht keiner. Ah ja, welcher Kopf war Aufnahme beenden bei mir? F9? Oh, Tatsache. Was sehe ich spielt doch. Ich mach meinen zweiten Bildschirm mal aus. Nee, nicht. Als ob. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich bin tot. Ich konnte mich nicht mal zu ihm hindrehen. Ich sag doch, ich stehe da und loote. Ja, keine Ahnung. Ich töte die ganze Gegner. Ja, offenbar nicht die bei mir. Ich wusste nicht, dass ich dich bewachen muss. Ich dachte eigentlich, da wäre soweit nichts mehr. Dachtest du. War aber falsch. Und ist eigentlich auch egal. Es ist wesentlich angenehmer, da oben zu sein, wo nur drei Leute auf einen schießen. Hä? Ich bin hart verwirrt. Dann looten wir dich. Dann looten wir dich. Und dann looten wir genau dich. Der Sniper zielt auf mich. Ja! Tut mir leid, du weißt, dass ich hier oben erst die anderen Leute töte. Das habe ich jetzt die ganze Zeit schon so gemacht. Ja, vorhin habe ich nicht gemerkt, wie lange es gedauert hat, weil ich gegessen habe. Und dieses Mal bin ich gleich durchgerusht. Aber ich bin jetzt auch in einer relativ okayen Position. Es gibt fast niemanden mehr, der mich töten möchte. In meiner unmittelbaren Nähe ist nichts, was explodieren kann. Ich kann hier aber nicht weiter, solange der Sniper da steht. Ja, der das ist halt so. Ja, das war in Ordnung. Ich riskiere es. Nein, du riskierst es nicht, du wartest. Du bist echt ungeduldig. Oh mein Gott, der Panzerfaust-Typ. Ja, das hast du davon. Der ist tot, aber der andere Typ hat mich dabei geschossen. Die Treppe runtergelaufen sind. Natürlich, der wirft eine Granate. Ist der jetzt tot? Nein, der lebt noch. Ist er jetzt tot? Nein, er lebt noch. Ja, ist er jetzt tot? Das war gerade echt weird.
Okay. Sniper. Okay, ein bisschen höher, ein bisschen rüber. Okay, das war sein Darm. Ich lauf zurück und von mir verbände. Also hier einmal gegentreten. Dann wollte ich noch die Mine platzieren. Genau. So. Dann können wir uns jetzt in Ruhe hier in der Ecke chillen und Gegner töten. Ach, das Fahrzeug steht da jetzt sogar schon, okay. Weg mit der Schulterplatte. Oh mein Gott! Und weg mit dem da. Ja, du bist ein bisschen sehr weit hinten. Ach so einer, ich bin tot, ey. Du bist ein bisschen sehr weit hinten. Ich sagte, ich hol Verbände und dann hat mir einer gleich wieder einen rausgeschossen. Ja, die Tatsache, dass das nicht funktioniert, naja. Dass was nicht funktioniert. Ja, da waren halt noch Leute. Ja, ist doch egal. Ja, scheinbar nicht, wenn er dir den Verband wieder rausgeschossen hat. Also immer noch ein Plus, ich habe den Verbandskasten aus dem Obergeschoss jetzt auch. Und ich habe jetzt 4 Leichen, die ich looten kann. Die 3, die hoffentlich noch lootbar sind, nachdem sie neu gespawnt sind. Oh ja. Was laberst du von neu gespawnt? Ja, mit dem neu geladenen Feld. Kann ja sein, dass sie dann nicht mehr lootbar sind. Was weiß ich. Ich verstehe nicht, was du meinst, hä? Ich war noch nie drauf angewiesen. Gleich zu looten nach dem Save. Ach so meinst du das? Die schon tot waren. Ja, das Spiel speichert ja alles. Ja. Ist ja fast schon ein Safe State. Jetzt habe ich 3 Verbände, 2 Verbände. Oh, ich höre jemanden. Also mindestens einer ist schon an der. Okay, das war der Kopf. Ah, da unten läuft sogar einer. In einem Tunnel. Wie viele Kugeln hält der Typ eigentlich aus, ohne zu verrecken? Also. Oh mein Gott, Alter. Okay, da läuft wieder einer. Da Steine. Stell hier Fallen hin. Ja, super optimal. Da läuft da Steine. Ah, da ist er. Okay, das hat ihn gestoppt ein bisschen. Okay, das war sein Schulterblatt. Oder da kommen wieder 2. 3 sogar. Hä? Alter, fressen die Kugeln. Ah ja, du lootest Ammo. Ich habe die FG genommen, die hier rumliegt, mit ihrer Munition. Aber jetzt wechsle ich eh erstmal zur Panzerfaust. Okay. Der ist explodiert. Der Bunker scheint noch intakt zu sein aktuell. Ich hab dieses Mal keine Panzerfaustmunition. Merkwürdig, ich habe nämlich auf den Bunker geschossen und nicht auf das Auto. Aber ist egal. Ja, vielleicht geht's noch aus, das Auto explodiert noch ein paar Mal. Vielleicht trifft das ja. Naja, scheinbar nicht. Na, ist egal, du bist eh schon auf der anderen Seite. Ist nicht so, wer es wird, der dich jetzt aktuell stören. Wie viele Menschen gibt's da überhaupt noch? Ich glaube mehr als 5. Siehst du mich? Wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn ich hier so grob versuche zu zählen. Ja, ich sehe dich. Wenn ich da hochklettere, was sehe ich dann? Wie viele Menschen? Also da ist ein Typ bei einer Kiste. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du den siehst. Ah ja.
gehe mal kurz Haus Shopping. Die Mine am Eingang kannst du einen reinlaufen lassen. Falls die mich nicht mitspringt. Oh, okay. Ist aber klein gewesen. Das war sein Lungenflügel. Da steht einer. Oh, danke. Jetzt den habe ich nicht gesehen. Ja. Der hätte mich gekillt, weil ich gerade die Kiste anfasse. Bislang kommt keiner, um ihn zu retten. Willst du ihm den Todesstoß geben? Hatte ich eigentlich nicht vor. Aber wenn du schon danach bittest. Ich leg mal eine Mine an diese Treppe hier. Oh, warte, da ist ja jemand. Ah, okay, da oben steht einer. Okay, das war ein schöner Headshot. Ja, noch 7 Kugeln. Ey, das ist echt kugelnintensiv, wenn man so oft daneben schießt. Yep. Oh, da hinten im Haus ist wer drin. Meinst das höchste, entfernteste? Ja, das Gebäude da oben. Ich weiß nicht, ich glaube, man musste da hin, oder? Da war, glaube ich, irgendwas. Ja. Oh, er ist jetzt an der Tür. Vor der Tür? Ja, er läuft weiter, also. Er ist links von dir quasi. Ah, okay, das hat er, glaube ich, gehört. Das hat er, glaube ich, gespürt. Noch jemand? Ich glaube nicht. Ich sehe keinen. Umständen ist es jetzt clear, weiß es aber nicht. Bei dem Spiel weiß man nie, ob es wirklich clear ist. Ich bete, dass ich keine Falle übersehe. Jetzt hier lang. Muss man diese Tür. Wie schaut es denn mit meinen Minen aus eigentlich? Kam keiner zu Besuch? Aber hier schon mal nicht. Wie sieht's hier aus? Die liegt auch noch da, oder? Ja. Keiner kam zu Besuch. Kann sein, dass jetzt Leute spawnen. Da links, wo der Truck war. Ich glaube, dass dann noch ein neuer Truck kommt. Oh, meinst du? Ja, und ich habe vergessen, ihn herzustellen. Ich glaube, in dem Spiel spawnen Leute eigentlich nicht. Okay. Ich sehe auf jeden Fall keine, die kommen. Das ist gut. Sollen wir das hier zu einem Zweiteiler machen? Das ist die Frage. Du willst? Ich würde jedenfalls, bevor ich ins nächste Gebiet gehe, speichern. Aber jetzt noch nicht. Ich muss so viel laufen. Ja, bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.